Super schönen guten Tag, liebe Leute, da sind wir wieder bei Dragon Quest 9, Hüter des Himmels. Im letzten Part haben wir die riesige Tyrantula-Spinne gekillt und damit Marionette befreit. Und die hat uns aus Dank, das Boot geschenkt. Dann sind wir hier in die, wenn nicht nur Wüste gefahren und WTFP sind das. Was seid ihr? Ihr seid Hühn und Picker. Okay. Auf jeden Fall sind wir dann in die, wenn nicht nur Wüste gefahren, auf diese kleine Insel hier. Und ja, jetzt wollen wir mit der Story weiterführen und weitere Ficken suchen. Aber erstmal müssen wir gegen diese kleinen, ekligen Viecher hier kämpfen, die gar nicht mal so viel Schaden machen. Wundert mich ein bisschen, weil die Gegner im letzten Gebiet haben definitiv mehr Schaden gemacht. Sterbt. Gut, Logi macht auch nicht allzu viel Schaden. Ach Gott, wir machen echt nicht viel Schaden. Wir kaufen uns ja demnächst neue... Ach ja, ihr seid ja Vögel. Wir kaufen uns demnächst neue Waffen. Und dann sind wir so super. Stirbt. Yeah. Leben nur noch die beiden... Wie heißen die? Schocktopus. Schöner Name. Habt ihr das kleine Klinkgeräusch gehört? Nein, explodiert! Nein! Okay. Der Elektroball unter den Schocktopussen. Da haben wir ihn, Leute. Da habt ihr ihn. Den Schocktopus. Unter den Elektroballs. Ach, was weiß ich. So, bevor wir aber da unten auf die große Insel fahren, na komm, lass mich aufs Boot, habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen, wo ich auf jeden Fall noch hin muss. Erstmal ganz kurz, verschiedenes alle heilen. Kimi, ich bitte dich darum. Heile unser ganzes Team mit deiner magischen Macht und... Ach nee, mit deiner magischen Medizin, Entschuldigung. Ihr erinnert euch doch noch an den Gladiatorenauftrag, nämlich, dass ich Stufe 15 sein muss und dann diesen Typ suchen muss. Ich glaube, der ist Perfidus Maximus oder so. Und da wussten wir nicht, wo der war. Ich weiß, wo der ist, aber da kommen wir halt erst mit dem Boot hin. Und da fahren wir jetzt hin. Und hallo Frostfritze und ganz viele Seeblasen. Das sind sehr, sehr viele Seeblasen. Axt der Angst auf den Frostfritzen. Oh, knack. Ja, das macht guten Schaden. Muss nur noch einer irgendwie. Aber das ist ein bisschen ärgerlich, dass Luri der einzige ist, der Flächendamage hat. Bis jetzt jedenfalls. Weil der ist der einzige, der mit Knack und Peng und wir anderen machen halt immer nur auf einzelne Ziele. Es ist ein bisschen uncool. Ich hoffe, dass Fabian bald den Geschosshagel erlernt, weil das ist so stark die Fähigkeit. Ach, ist der Angst. Bitch! Bam! 105. Das ist nice. Ich bin so stark. Stopp, Seeblase. Nein, ich bin eine Seeblase. Du warst eine Seeblase. Und Luri ist Level 22. Wundervoll. Keine EP? Keine Talentpunkte, nein. Aber 400 Gold, das ist ordentlich. Oh, ich merke gerade, dass die Insel ganz schön weit weg ist, wo ich hin will. Die ist da rechts. Seht ihr die da ganz weit rechts? Da müssen wir hin. Ach Gott. Ich hasse Monster, die hier auf dem Ozean rumflattern, fliegen, schwimmen, weil man denen einfach nicht ausweichen kann. Und das ist halt echt nervig. Aber solange es immer nur ein Monster ist, geht es eigentlich, weil dann sind die Kämpfe wirklich schnell vorbei. Oder auch nicht. Hör auf zu knirschen! Knirsch nicht mit den Zähnen! Hier kann nicht kalt sein, du bist ein Frostfritze! Und ich mache immer heute auch den Damage des Todes. Yeah, mit meiner Stahlaxt. Schönes Schiffchen fährt ganz langsam. Was ist da rechts eigentlich? Da will ich doch auch mal hin. Ist hier irgendwas Besonderes? Kann ich an Land gehen? Ja. Was kreucht und fleucht denn hier so rum? Ich glaube, hier dürfte ich noch gar nicht hin. Weil hier irgendwelche starken Monster sind, gegen die ich gar nichts machen kann. Grüne Drachen! Ich wette, die sind zu stark. Ah, ein grüner Drache und ein Bulzebub. Hallo grüner Drache und Bulzebub. Ihr seid zu stark für mich, oder? Ihr werdet mich töten. Oder mir viel zu viel Schaden machen. Ja, definitiv. Okay, hier sollte ich definitiv noch nicht hin. Huch! Oh Gott! Gegen die Viecher sollte ich noch nicht kämpfen. Ich sollte wieder auf mein Boot. Ihr seid zu stark für mich. Und ich sollte euch ganz schnell töten. Ganz schnell. Warte mal, Todesstoß. Das ist mein Todesstoß. Lässt die Konzentration mächtig ansteigen. Gut, bringt mir jetzt auch nicht mehr so viel, weil gleich der Kampf vorbei ist. Gib mir heil, ich bitte ganz schnell. Dieser Kampf ist gefährlich. Puh, 64. Luri ist gleich tot. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich werde mit dem Schiff nicht mehr irgendwo hinfahren, wo ich nicht hinfahren soll. Okay, der ist tot, der Bulzebub. Jetzt noch der Drache. Ach komm schon, Drache, stirb! Mit meiner mächtigen Axt! Der lebt immer noch, WTF! Wie viel Leben hat der denn bitte? Boah, Kimi halt einfach voll. Das ist richtig nice. Stirb! Der lebt immer noch, Alter! Oh Gott. Oh Gott, Fabian ist fast tot. Wieso bin ich hier? Wir können fast alle unseren Todesstoß machen. Wieso heilt sich Fabian? Du sollst gnadenlos sein. Fucking Fabian. Danke. Okay, auf diese Insel sollte ich noch nicht. Aber auf diese Insel muss ich auch gar nicht. Oh Gott, schnell, ich muss zurück auf mein Boot. Oh Gott, Golems.
Okay. Alles cool. Alles cool, das war überhaupt nicht seltsam oder so. Überhaupt nicht zu stark, die Monster. Grüne Drachen, Alter. Wir müssen auf diese kleine Insel da rechts und nicht die hier. Die da oben. Seht ihr? Die sehen wir schon. Die Musik ist schön. So, hier müssen wir hin. Soweit ich das weiß, war der hier. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Was für Monster laufen denn hier rum? Ach! Ach! Ich hasse eure Brüder, wenn ich das so sagen darf. Ich hasse sie. Schleimstapel und Schleime. Verdammte Schleimstapel. Oh nein, sie ist ganz flatterig. Oh nein. Okay, gut, die Schleime sind hier keine Gefahr. Die sind nicht stark genug. Bäm! Aber diese Stahlstaffel ist leider wieder ultra tanky. Aber gegen die haben wir schon mal gekämpft. Nämlich beim Alles-Neu-Abteil, falls ihr euch noch erinnert. Und ja, die sind keine Herausforderung mehr. Alter, ich mach so einen Schaden, ne? Das ist eher super klasse einfach. Ich freue mich. Gut, gegen die Monster müssen wir nicht kämpfen. Wir müssen nur diesen Perfidus Maximus suchen. Der hier eigentlich irgendwo sein sollte. War er in dem Brunnen hier? Ich glaube, der ist hier drin. Bist du Perfidus Maximus? Ich bin der Künstler Moritz Morchel. Ich glaube, du bist nicht Perfidus Maximus. Mein Lieblingsmotiv sind Pilze. Ich träume davon, hier alles mit Hübschhüten zu übersehen und diesen Ort in eine Art Pilzparadies zu verwandeln. Da staunt ihr was? Könntet ihr mir vielleicht behilflich sein, mir drei davon bringen? Hübschhüte wachsen auf einer kleinen Insel östlich von Wasaba. Ich glaube, ich habe sogar sehr viele Hübschhüte. Großartig, ich wusste, dass ich euch auf euch zählen kann. Stellt euch nur vor, wie schön es sein wird, wenn die ganze Welt mit Hübschhüten übersät ist. Mit drei Stück. Warum ist auf deinem Kopf ein Plus? Das sieht behindert aus. Aber gut, ich sag jetzt mal nicht gegen deine Friseure. Wie aufregend, ihr habt ja einen Hübschhut in der Hand. Ihr habt mir drei gebracht, genau wie ich es euch aufgetragen habe. Und nun gebt sie mir. Okay. Yeah, mit diesen drei Exemplaren werde ich eine vollkommen neue Welt aus Hübschhüten erschaffen. Ihr verdient eine Belohnung. Hier bitte. Eine Raffinessenz. Yippie. Das war eine einfache Quest. Gibt er mir jetzt noch eine Quest und ich soll ihm noch andere Pilze geben? Ich glaube. Aber sehr schön. Haben wir eben mal eben so eine Quest abgeschlossen. Das ist doch noch eine, ne? Ich habe mir vorher erst mit Hübschhütten zu übersehen. Nachdem ihn dann drei Hübschhütte gebracht hat, bin ich der Erfüllung meines Traums schon ein ganzes Stück näher. So, jetzt habe ich unheimlich viel zu tun. Ich muss die Setzlinge so schnell wie möglich in die Erde bringen. Okay. Ich war mir sicher, dass er noch eine Quest für mich hat. Was haben wir hier? Hier schläft er. Gut, ich sage jetzt mal nichts gegen seine Einrichtung. Eine kurze Hose! Ich klaue ihm seine Klamotten und einen Stein der Auferstehung. Geil! Ich habe schon so viele davon in Fässern gefunden. Ha, ich habe echt gedacht, der wäre hier. Moment, ich gehe nochmal rein. Hat der noch eine Quest für mich? Ich glaube schon, oder? Ihr seid zurück! Das freut mich! Ich träume davon, diesen Brunnen in eine Art Pilzparadies zu verwandeln. Den könnte ich vielleicht in ein paar Hübschhütte bringen. Ja gut, okay, die Quest kann man jetzt immer und immer wieder machen. Nein, möchte ich nicht. Lass mich in Ruhe. Nein, ich will dir nicht helfen. Geh weg. Ja, du bist voll enttäuscht. Ist mir egal. Ich habe dir schon drei Hübschhütte gebracht. Ich muss dir jetzt nicht noch mehr bringen. So, gegen euch will ich noch kämpfen. Was seid ihr? Ihr seid die Weiterentwicklung dieser Schreckschnecken-Dinger, ne? Schnickschnecken! Moment, ich schneide kurz raus. Oder auch nicht. Verdammte Katze. Der jault immer vor meiner Tür und will dann rein. Das ist immer das gleiche mit dem. Weil er kann die Tür ja noch nicht alleine aufmachen, wenn sie zu ist. Und dieser scheiß Tanky. Okay, seid ihr nicht. Ich dachte nur, weil Kimi nur 20 Schaden macht, aber ich habe vergessen, Kimi ist ja nur die Heilerin. Kimi macht halt nicht so viel Schaden. Und diese Schnickschnecken, die waren absolut kein Problem. Und ich bin Stufe 22. Das ist absolut fantastisch. Und eine Schatztruhe mit Krötenöl. Wieso hinterlassen Schnecken Krötenöl? Was bist du? Du bist die Weiterentwicklung der Sabberkrabbe. Ach Leute, ich will doch einfach nur questen, aber oh, Schreckschnecken gibt's ja auch. Eigentlich will ich nur die Story weiterführen, aber ich will halt diesen Gladiatorenauftrag machen, aber... Ich dachte, der ist hier. Oder ist er auf der Insel da oben? Oh fuck. Nein, er hat mich gekrittet. Dieser hinterhältige Krebs. Verdammter blauer Krebs. Achso, mit Autotext machen sie nur einen Schaden. Okay, cool. Das ist ja sehr nett von euch und die sehen ziemlich geil aus. Ich meine, so eine richtig große blaue Krabbe. Wer hätte sowas nicht gerne in seinem... Warte mal, Aquarium ist, wenn Wasser drin ist. Wie heißt das Ding, wenn kein Wasser drin ist? Gute Frage. Planetarium ist es nicht. Nein, also wie heißt ein Aquarium ohne Wasser? Das ist ein, boah, ich habe keine Ahnung. Mein Bruder hatte das mal, da waren zwei Schildkröten drin. Die hießen Grace und Jones. Mittelheilung, wuhu. Gott, wie heißt das nochmal? Ich hab's vergessen. Ist ja auch nicht wichtig, ich habe sowas nie besessen. Wäre aber cool. Ich hätte gerne eine Schlange oder einen Skorpion. Alter, ein Skorpion wäre der Shit.
Hier regnet es. Ist hier Perfidus Maximus? Irgendwo? Nein? Ah, aber hier ist ein Baum. Mit einem Yggdrasilblatt. Das ist natürlich äußerst geil. Okay, hier gibt es noch mehr Schleimstapeln. Hä? Wo war der Typ? Wir sind hier auf der Insel Humidia. Die ist sehr human, diese Insel. Ich habe das Gefühl, der ist hier nicht, oder? Fuck, wo war der? Oh, ich dachte, der wäre hier. Gut, dann wir gucken mal auf der kleinen Insel da oben rechts, wenn man darauf kann, aber ich weiß es nicht genau. Shit. Nein, ich will aufs Boot. Lass mich aufs Boot. Nee, da oben kann man nicht hin. Wo war der? Moment, Leute, das will ich jetzt kurz im Internet gucken. Okay, ich habe nachgeguckt. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß es wirklich nicht. Gut, dann teleportieren wir uns nach Blümling, damit der Ort zur Wasaba-Wüste wieder ein bisschen kürzer ist. Ich weiß nicht, die Insel ist südöstlich von einer Stadt, wo ich noch nicht bin. Und, nein, Bullshit, ich muss da gar nicht rein. Bullshit, lass mich wieder raus. Und ich weiß überhaupt nicht, wo die ist, weil ich sehe die gar nicht auf der Karte und ich bin verwirrt. Wir werden da schon noch hinfinden. Aber die Quest können wir sowieso noch nicht machen, habe ich gerade... Bullshit, habe ich gerade geguckt. Weil da müssen wir Monster töten, bei denen wir noch nicht sind. Diese Frostfritzen, die gehen mir voll auf die Eier. Hört mal auf, so frostig zu sein. Seid mal ein bisschen netter zu euren Gästen. Könnt ihr auch ein bisschen wärmer empfangen. Okay, ihr schmilzt dann wahrscheinlich, aber hey. Immerhin können die Gäste dann baden. In Frostfritzenwasser. Mhm, das ist wunderschön. Das nenne ich einen warmen Empfang. Aber gut, wenn ihr es nicht wollt, dann töte ich euch halt einfach. Ist auch okay. Frostfritzenkacke. Yeah. Ich habe euch scheiße euch was rausgeprügelt. Gut, jetzt möchte ich bitte schnell die Wasaba-Wüste, wenn ich es nur Wüste, Entschuldigung. Die Stadt da drin heißt Wasaba. Wenn ihr euch erinnert, wir haben ja schon Münzen davon gefunden. Die Wasaba-Guene und Wasaba-Groschen und Bullshit. Bullshit haben wir auch gefunden. Oh, das sind immer so viele Monster. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ihr nervt. Nuri, bitte mach Krach. Knack, oder wie das Ding heißt. Irgendwas, was alle trifft. Genau, Knack. Oh, sie überleben natürlich alle. Ich wette, die heilen sich gleich. So nervig. Ich klang gerade wie Marge Simpson. Und die machen nicht mal Schaden. Geht doch einfach weg. Warum kommt ihr überhaupt auf mein Schiff? Was wollt ihr hier? Und wieso machst du Gähn, Kimmy? Warum? Du machst den doch sowieso jetzt mit einem Schlag tot. Hatte Kimmy gerade gebritzelt? Das sah gerade so komisch aus, hat so dazwischen den so gefunkt. Aber was läuft denn dazwischen euch? Gut, sie sind tot. Können wir jetzt weiter. Dankeschön. Ich hoffe, jetzt kommen keine Monster mehr, weil ich möchte bitte einfach nur weiter ankommen. So, bitte. Ah, okay, ich weiß, wo die Insel ist. Ich weiß, wo sie ist. Ich weiß, wo sie ist. Da werden wir noch hinsehen. Ich habe sie gerade gesehen. Gut, wir sind jetzt in der Wenn-ich's-nur-Wüste. Geh weg. Nein. Oh Gott, nicht die. Ausgetrickst, Bitch. Ja, okay. Hab ihn verwirrt. Gut, da oben kommen wir noch nicht hin. Da kommen wir nur hin, wenn wir das Spiel beendet haben. Jetzt werden wir uns hier erstmal ein bisschen in der Wüste umgucken, weil hier gibt es ein paar Sachen. Oh Gott, lass. Die kann man so easy verarschen, die Dinger, ne? Nee, lauf um mich rum, Trottel. Ja, dann bist du so blöd, ne? Ja. Oh, was bist du? Gegen dich will ich kämpfen. Nein, hör auf wegzulaufen. Du bist cool. Alter, bist du ein Hammermonster. Ja, du bist ein Krafthammer. Alter, das Ding ist cool. Ich meine, guck doch mal, wie es aussieht. Das ist so ein Hammerhai, der so BÄM! Mit so Klauen, der erinnert mich ein bisschen an Kabutops. Also... Doch! Doch, der sieht aus wie Kabutops. Definitiv. Erinnert mich sehr stark dran. Auch wenn Kabutops Gestein Wasser ist. Oh, wisst ihr, was cool wäre? Mega Kabutops. Das wäre Hammer. Mega Kabutops confirmed in der neuen Pokémon-Edition. Ach ja, in der neuen Pokémon-Edition. Wann werden die wohl kommen? Ich vermute ja 2016. Irgendwann. Findet ihr auch die Übertreibung mit den Mega-Entwicklungen momentan ein bisschen? Ich finde, die jetzt nicht einführen sollen. Okay, manche okay, aber... Ernsthaft? Mega Rayquaza? Nein. Nein, das... Mega Latios? Nein! Man kann es auch übertreiben. Mit den ganzen Super-Digitationen hier. Außer... Oh, Poliersand. Der ist so gut. Lass mich in Ruhe. Ich will jetzt einfach... Okay, weißt du was? Ich gehe jetzt nach Wasaba. Leck mich. Ich werde die Wüste später weiter erkunden. Und wisst ihr, was da unten ist? In dieser kleinen Schlucht da... Geh weg. In dieser kleinen Schlucht da unten
Oh, jetzt muss ich gegen ihn kämpfen, wirklich. Da unten sind die Goldgolems. Oh ja, die Goldgolems. Die werden so klasse, ne? Die werden so hammerklasse. Weil dann können wir unendlich viel Gold farmen. Weil jeder von denen 505 Gold gibt. Oh, das ist so toll. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich und hab gerade voll den Orgasmus deswegen. Einen Gold-Orgasmus. Ja, yeah, dann können wir uns alles kaufen, was wir wollen. Aber ich bin mir sicher, wenn wir jetzt in die Stadt gehen, können wir uns sowieso die meisten Waffen schon kaufen. Wahrscheinlich noch nicht alle Rüstungen, aber die meisten Waffen. Und das ist ja auch erstmal das Wichtigste, weil mehr Schaden ist schon mal sehr wichtig. Gut, ab nach Wasaba. Hallo, lass mich, danke. Oh, die Stadt ist so cool. Ich mag die Stadt. Hallo. Willkommen in Wasaba. Es ist Nacht. Juhu! Yay! Ich mag die Stadt. So, jetzt erstmal in die Herberge, weil ich mich erstmal ausruhen möchte. Aber ich erst rede mit dieser netten Frau hier. Willkommen im großen Königinnenreich Wasaba, das von der himmlischen Sultana mit sorgfältig manikürter Faust regiert wird. Aber ihre Majestät wird sich zu so später Stunde wohl in ihrem Gemach befinden und ihren Schönheitsschlaf halten. Ja, das ist sehr wichtig. Schönheitsschlaf ist sehr wichtig, damit ihr weiterhin schön bleibt. Lasst euch nichts anmerken oder auch von irgendwelchen anderen Leuten erzählen. Schönheitsschlaf ist wichtig. Also so 7 Stunden ist schon Pflicht. Weil dann seid ihr ausgeschlafen und okay, manche brauchen nur 8 Stunden, am Wochenende brauche ich 11 bis 12 Stunden, das ist ganz wichtig. Paul weiß das, ne Paul, wenn ich bei dir übernachte, ich komme nie aus dem Bett. Weißt du, er, wenn ich bei ihm übernachte, so als Kumpel, ne? Das ist richtig schlimm. Ich habe mal bei ihm übernachtet und mit, richtig früh am Morgen bin ich durch so ein Kratzen wach geworden, so krr, krr, krr. Ich wusste nicht, was es war, ich bin voll aufgeschreckt. Ich gucke zu ihm und er kämmt sich die Haare, ne? Alter, er hat so richtig so krrk, krrk mit seinem Kamm. Ich bin so aufgeschreckt und ich habe ihn da so richtig fies angeguckt und er so, was? Alter, das ist so richtig schlimm. Das ist so richtig, richtig schlimm. Derzeit regiert die junge und wunderschöne Königin Sultana über Wasaba, aber Staatsangelegenheiten interessieren sie nicht. Sie beschäftigt sich allein mit ihrer egoistischen Genusssucht. Mit ihrer egoistischen Genusssucht, okay. Schildpatz! Yippie, was bist du? Ihre Majestät verschwendet wertvolles Wasser, als wäre es genauso reichhaltig vorhanden wie der Wüstensand. Wahrscheinlich glaubt sie, ein hübsches Gesicht würde jedes Missverhalten verziehen. Oh, ein hübsches Gesicht, sagen sie? Oho, die werde ich auf jeden Fall mal besuchen kommen. Und juhu, interessante Dinge über Ringe. Wer einen Ring findet, sollte gut darauf aufpassen, daraus lassen sich wertvolle kleine Lebensretter machen. Und ein Ausnüchterring, ein Gegengiftring und ein Vollmondring. Ein Klingering und einen Ring der Klarheit. Klingering. Guter Name, definitiv. So, was haben wir hier? Ich will erstmal die ganze Stadt erkunden, weil Wasaba ist eine coole Stadt. Was haben wir hier? Okay, kaputt. Alles kaputt. Hallo. Hier ist das Hauptquartier der wasabischen Leibgarde, die die Bürger vor den Kreaturen der Wüste beschützen soll. Doch ihre Majestät hat keine Verwendung für uns, sodass wir nach neuen Aufgaben dürsten. Neue Aufgaben, hä? Du, mein Wohnzimmer ist ein bisschen dreckig. Und das Klo könnte auch geputzt werden. Also, wenn du Zeit hast, dann... Hier ist meine Nummer. Ruf mich an! Gut, hätten wir es auch geklärt? Mein Klo wird demnächst strahlen. Nicht nur glänzen, sondern strahlen. So, dass man daraus essen kann. Unser vorheriger Monarch hat diese Kaserne für die Soldaten errichtet, die sein Volk vor den Wüstenkreaturen beschützen. Doch seit seinem Ableben und Königin Sultanas Intronisierung schwindet das Budget für unseren Unterhalt zusehends. Es sieht so aus, als wollen sie das Gold des Volkes für ihre eigenen liederlichen Zwecke nutzen. Was sollen wir tun? Wie gesagt, das Waschbecken könnte geputzt werden. Oder der Spiegel, die Fenster. Es gibt immer was zu tun. Ich kann dich einstellen. Oh, du hast eine Quest für mich. Hallo, ich bin Ahmad und arbeite als Wächter. Ahmad! Leider bin ich mit einer ziemlich lächerlichen Aufgabe betraut worden. Ich glaube, dass mich irgendjemand veralbern möchte. Versabern. Könntet ihr diese absurde Aufgabe nicht für mich erledigen? Ich kann euch ja mal vorlesen, worum genau es sich handelt. Falscher Goldgolem existieren. Ich richtiger Goldgolem. Andere heißen vergoldeter Golem. Du müssen vergoldeten Golem bestrafen. Schlagen, bis hässliche Goldschicht weg. Goldener Golem senden Grüße. Nee, wurde etwas aufgetragen. Wie ist denn damit? Ja. Wie bitte? Ihr wollt das wirklich tun, aber da erlaubt sich doch jemand einen Scherz. Ihr seid sehr leucht, glaube ich, nicht wahr? Aber ich wünsche euch natürlich alles Gute bei diesem vergeblichen Bemühen. Ja, die Mission ist einfach, ich muss so lange Goldgolems killen. Irgendeiner ist dann der Falsche. Und dann kommt ein Echter und sagt, yay, geil, hast du toll gemacht, und dann krieg ich 1000 Gold oder so. Ist ganz nett. Vor allem, da ich sowieso die Goldgolems killen will. Und das ist auch eine Quest. Ich heiße Medi und heile die verwundeten wasabischen Soldaten. Könnt ihr mir vielleicht helfen, 5 dieser Bandagen zu besorgen, in die man Mumien einwickelt? Ihre schmuddeligen Verbände mögen eklig aussehen, aber sie verfügen über enorme Heilkräfte. Oh, die droppen die doch so selten.
Okay. Ich fühle mich geehrt, dass ihr mir helfen wollt, aber anscheinend habt ihr schon genug Pflicht. Oh fuck, ich habe zu viele Quests angenommen. Oh, ich muss welche ablehnen. Missionen. Gut, die von dem Dieb brauchen wir ja nicht mehr. Stimmt, die Mjocht, ich nutze, ich müssen wir auch noch machen. Katzengold, Diebesbande. Oh, ich habe viel zu viele Quests angenommen. Ja, Diebesbande kommt weg. Diebesbande kommt weg, brauchen wir nicht mehr. Ja, mich hat voll der Mut verlassen. So. Sehr schön. Oh, was haben wir hier noch? Oh, genau, jetzt kann ich sie annehmen. Gib mir die Quest bitte. Ja, du halt. Obwohl, warte, ich kann die später auch noch annehmen. Vielleicht, wenn ich dann die schmuddeligen Verbände gefunden habe, kann ich sie immer noch annehmen. Weil vielleicht kommt zwischendurch noch ein paar andere Quests und das ist dann wichtiger. Ja, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Geh weg! Ah. Die Badewanne ist dreckig. Möchtest du sie putzen? Nein? Okay. Schade. Was bist du für einer? Hapü, hapü. Was ist denn los? Wir haben doch gerade nichts zu tun. Also lass mich gefälligst schlafen. Alter, der weiß, wie es läuft. Der weiß, wie es läuft. Der schläft auch gern lange. Seid ihr auch gern Langschläfer? Also am Wochenende, ne? 12 oder 1 Uhr nachts ins Bett. Und um zwischen 11 und 1 Uhr am nächsten Morgen aufstehen. Alter, das ist der Shit. Das ist so gut. Du bist so ausgeschlafen. Und dann könntest du immer noch ein bisschen weiter schlafen. Hi, Kraut. Ein Koch. Hallo, Koch. Das heißt, ein Händler habe ihrer Majestät eine glänzende goldene Frucht gegeben. Schon wieder. Seitdem redet man im Palast von nichts anderem mehr. Ich kann mir jetzt richtig gut vorstellen. Die laufen alle durcheinander darum. Goldene Frucht, goldene Frucht, goldene Frucht. Goldene Frucht. Palast. Essen. Wasser. Goldene Frucht. Hü. Hü. Diese Pferde wissen ebenfalls, wie es läuft. Hallo. Ihr erweist eure Ehrerbietung in der Hoffnung, eine Audienz bei unserer schönen Majestät zu erhalten, habe ich recht? Ja, ganz sicher. Natürlich, da seid ihr nicht allein. Erst neulich habe ich einen fliegenden Händler unserer Majestät Geschenke... Ach, hat ein fliegender Händler unserer Majestät Geschenke gemacht. Ein fliegender Händler, warum heißt denn der eigentlich so? Hallo, kleiner Timmy, möchtest du, dass ich in den Brunnen schubse oder bist ein Mädchen? Wartet mal, habt ihr gehört? Habt ihr schon gehört? Angeblich hält sich Königin Sultana ein sehr außergewöhnliches Haustier. Einen Menschen. Was haben wir denn hier unten? Oh, hallo. Hallo, Steintafel. Super, liest die Gedenktafel. Das Fundament dieser unterirdischen Wasserleitung wurde von seiner Majestät König Aquell aus dem Hydrator gelegt. Das ist bestimmt toll. Hat er toll gemacht. Was bist du für einer? Schmarotzer. Unser vorheriger Monarch hat diese unterirdische Leitung bauen lassen, um sein Volk mit Wasser zu versorgen. Doch die jetzige Königin verbraucht so viel Wasser, dass unsere Reserven schon bald aufgebraucht sein werden. Womit verbraucht die denn so viel Wasser? Ich meine... Die wird sich wahrscheinlich dauerhaft betrinken mit dem Zeug. Okay, Waffen kaufen. Waffen kaufen. Wenn euch die Wüstenmonster zu Tode ängstigen, werden euch meine Waffen ganz gewiss neuen Mut schenken. Ja, ich möchte definitiv ein bisschen Mut haben. Platin-Schwert brauchen wir nicht. Räuberklinge brauchen wir. Oh, ist schön, das brauchen wir aber nicht. Brauchen wir nicht. Sandsturmspeer brauchen wir auch nicht. Meucheldolch. Falkenohrring. Ach, der ist so stark. Guck mal, das ist auch eins von diesen Waffen, womit man zweimal treffen kann. Aber es ist einfach nur Angriff 1. Brauchen wir nicht. Schwallstab, brauchen wir nicht. Blitzstab, nein, Luri, ich kaufe dir erstmal keinen neuen Stab, weil, nein. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Kummerkeule brauchen wir nicht. Tanzstange. Tanzstange? Die ist echt stärker momentan. Okay. Gut, dann Kimi, für dich eine Tanzstange. Eine wohlausgewogene Waffe, die gnadenlos auf Gegner eindrischt. Bitte schön, Kimi, eine Tanzstange für dich. CC-Cleaner-Update, leck mich. Fucking CC-Cleaner. Kimi rüstet sich mit der Tanzstange aus. Okay, na gut, dann hat... Nein, ich will nicht noch eine Tanzstange. Was haben wir noch? Krähenkrallen? Handbohrer. Oh, der ist so stark, ne? Der ist so stark, der Handbohrer. Aber, nee. Wir haben ja keinen mit Klauen. Flügelfächer. Oh, eine Kampfaxt. Oh, wie cool. Die nehme ich. Aber der hat keinen Bogen. Das ist Bullshit. Ein riesiger Spalter, speziell für den Kampf geschaffen. Oh, super, ich habe endlich eine neue Axt, Leute. Oh, ist das super. Yeah. Super, hat eine neue Axt. Das ist super. Kriegshammer, okay, brauchen wir nicht. Kruzerang, ein Traumbumerang, leicht zu werfen, anständiger Schaden. Ja, okay, gut. Damit können wir uns neue Ausrüstung kaufen. Den Stab bekommst du noch, Luri, alles cool. Wir kommen auf den Bazar von Wasaba, auf dem nur die prächtigsten aller Waren freigeboten werden. Wir kommen im Rüstungsladen, ja, da möchte ich auf jeden Fall noch was kaufen. Zauberschild, oh, das Zauberschild ist gut. Das wäre Zauberhaft, das ist richtig nice. Oh, das ist klasse. Das ist so klasse. Gut, da haben wir erstmal eins für Kimi. Und... Oh, es erhöht sogar die magische Macht und die magische Medizin. Oh, das ist klasse. Und eins für Luri. Sehr schön. Oh, toll, 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 toll. Platin-Kopfschutz. Hey, der wäre was sogar für mich. Den könnte ich mir sogar leisten.
Nein, könnte ich nicht. Oh, den will ich haben, der ist ja ultra cool. Heiliger Hut. Warte mal. Der erhöht Kimmys magische Medizin und ihre Abwehr. Ah, weißt du was? Den könnte ich mir... Nein! Mein Mauspad geht schon wieder nicht. Gut, liebe Leute, ich kann mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Dragon Quest 9 Hüter des Himmels. Bis dann habe ich hoffentlich... Was heißt mein Mauspad? Mein Gamepad geht schon wieder nicht. Warum auch immer. Bullshit! Bis zum nächsten Part. Ciao!